Willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Game Collector und heute gibt es mal wieder ein kleines Filme-Update. Okay, wie gesagt, kleines Filme-Update kann man jetzt ehrlich gesagt auch nicht sagen. Wie ihr schon das im Titel lesen könnt, Mediabook Wahnsinn von Splendid. Splendid hat nämlich einige Filme nochmal aufgelegt und zwar im Mediabook diesmal veröffentlicht. Und da habe ich mir die ein oder anderen Filme gegönnt. Zu meiner Linken The Last Stand und Gangs of New York in der jeweiligen Cover B-Variante. Natürlich werde ich sie euch alle einzeln vorstellen. Einmal zu dieser Sache, dann Gangs of New York, dann Winchester mit Helen Mirren, ein Film, den ich persönlich noch nicht gesehen habe, kann man aber allerdings auch bei Netflix angucken. Habe ich noch nicht in der Sammlung, aber ich wollte ihn heute unbedingt haben. Dann Sabotage, ebenfalls ein Film mit Arnold Schwarzenegger, ebenfalls richtig geiler, schöner, blutiger Actionfilm. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hier Hatter Derry, ebenfalls ein richtig geiler Film, also auch so ein Mystery-Horror-Film. Hat mir auch sehr gut gefallen, mit auch ein paar schönen, ja, Schockmomenten, könnte man sagen. Hier in der Cover C-Variante. Dann haben wir hier auch Cover B. Und Winchester auch in der Cover B-Variante. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich mal an mit den jeweiligen Mediabooks. Video wird etwas länger dauern. Wie gesagt, ich packe alles in ein Video hinein. Dann könnt ihr euch das natürlich angucken. Die Links werde ich natürlich auch in die Infobox packen und die ganzen Informationen, was es für Filme sind. Also, fangen wir mal an. So, ich würde sagen, wir fangen mit Gangs of New York an. Ebenfalls ein richtig geiler Film. Da gab es schon mal ein Mediabook von Splendid, aber das war nicht so gut verarbeitet. Denn der Grund, das fiel schon beim Hinschauen fiel es schon auseinander, der Tray war nicht ordentlich geklebt, die Seiten waren nicht ordentlich verarbeitet, das heißt, das Ding hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Ich hoffe, Splendid hat daraus gelernt, aber das waren halt so die Anfänge der Mediabooks, deswegen hoffe ich, dass sich das geändert hat. So, legen wir es mal zur Seite. Wir haben hier das Infoblatt. Limitiert auf 333 Stück. Die Cover B-Variante, eine Limitierungsnummer haben wir hier scheinbar nicht drauf. Sehr schade. Weil normalerweise bei anderen Mediabooks von Splendid haben sie es zumindest innen reingeklebt. So ein Gütesiegel. Leider nicht. Sehr, sehr schade, aber dafür ist es hier riesengroß abgebildet. Ist natürlich ein Repack, hat sich nichts verändert. So, haben wir hier das Mediabook. Richtig tolles Covermotiv. Ich habe mich heute für das entschieden, weil mir das am besten gefallen hat. Ah, jetzt kann ich es bestätigen. Hier haben wir die Limitierungsnummer. Also, ich nehme alles zurück. Hier steht es nochmal drauf. Cover B hier mit dem Gütesiegel. Ich habe die Nummer 215 von 333 Stück. Amerika wurde in den Straßen geboren. Ja, das kennen wir alles. So. Ja, gut, das Innere, glaube ich, hat sich nicht verändert. Das ist alles gleich geblieben. Vom ersten Mediabook von Gangs of New York. So, haben wir ein bisschen Werbung für andere Filme. Wird wahrscheinlich auch in den anderen Mediabooks auch mit beiliegen. Wir haben hier einmal die Blu-ray. So, jetzt geht es wahrscheinlich wieder los mit dem Tray, dass ich das nicht vernünftig rausbekomme. Ne, hat geklappt, passt. So, die Blu-ray haben wir hier. Haben wir hier oben New York abgebildet. Nicht schlecht. Dann hätten wir hier die amerikanische Flagge. Schön in Szene gesetzt. Dann haben wir natürlich hier Daniel Day-Lewis abgebildet, der hier eine absolute Top-Rolle spielt. Er spielt hier den Butcher. Leonardo DiCaprio spielt natürlich hier auch mit. Cameron Diaz. Liam Neeson spielt hier auch kurz mit. Film von Martin Scorsese. Also die Seiten sind sehr hochwertig, muss man schon sagen. Wirklich, wirklich klasse. Also die Bilder sind auch schön gemacht. Und das war's schon. Und hier die normale DVD. Ja gut, das führt sich hier weiter fort. Hoppla. Okay, nicht schlecht. Ah, verdammt. Heute rutscht mir alles aus der Hand. Also, auch schönes Mediabook. So, kommen wir gleich zum nächsten. So, dann fangen wir mit The Last Stand an. Ich hoffe, da fällt mir dann die Blu-ray nicht aus der Hand.
Heute läuft ein bisschen alles schief, aber keine Angst, die Brühe hält einigermaßen was aus. Richtig schönes Covermotiv, das gefällt mir verdammt nochmal gut, deswegen habe ich auch für das entschieden. Müsste, glaube ich, sogar das japanische oder chinesische Covermotiv gewesen sein. Mir natürlich eine Top-Tonspur an Bord, die 7.1 haben wir hier mit an Bord. Haben wir auch hier Cover B. Ja, die Mediabooks sind halt solide verarbeitet. Das gefällt mir, das ist ein richtig geiles Motiv. Die haben wir hier den Sheriff-Stern abgebildet. Ich habe die Nummer 125 von 333 Stück. Das ist schon mal schön. So, okay, das ist natürlich ein Repack, weiß ja jeder. Haben wir hier einmal die Blu-ray. Haben wir Arnold Schwarzenegger abgebildet. Okay, hier haben wir dann die jeweiligen Motive. Das ist das Kinoplakat, das hat es auch gegeben, habe ich mich aber jetzt nicht für das entschieden, ich wollte das hier haben. Gibt jeweils von den Filmen drei Motive. Haben hier sehr viel Lesestoff mit an Bord. Zumindest jetzt von diesen Seiten hier, genau das gibt es auch noch als Motiv. Ja gut. Das Booklet ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die Fotos sind gut gemacht. Okay, jetzt habe ich schon gedacht, das sind irgendwelche Fehler. Nee, das gehört sich so. So, dann haben wir hier die DVD. Meine Stadt, mein Gesetz. Sheriffstern abgebildet. So schaut das Ganze aus. Solides Mediabook, aber ein richtig klasse Film. Johnny Knoxville spielt hier auch mit. Der spielt hier den Sidekick von Schwarzenegger. Hat auch einen sehr, sehr, sehr witzige Auftritte. Hat der richtig geiler Film. Ich freue mich, den Film mal wieder sehen zu dürfen. So, dann machen wir gleich weiter mit dem nächsten Mediabook. So, wenn wir schon bei Schwarzenegger sind, kommen wir gleich zur Sabotage um eine Spezialeinheit. Ich glaube schon gar von der DEA, wenn mich nicht alles täuscht. Da werden dann seine Mitglieder nach und nach getötet, weil die dann bei irgendeiner Razzia jede Menge Geld finden. Und da überlegen sie, sollen sie es behalten oder nicht. Es ist Drogengold. Und dann fängt halt alles seinen Lauf an. Habe mich jetzt ja hier auch für Cover B entschieden, weil mir das auch am besten gefallen hat. Hier auch wieder die Top-Tonspur 7.1 natürlich, das passt. Film ist auch schön blutig, also hat schon ein paar schöne Body Count Szenen. Das ist mal ein geiles Backmotiv, das gefällt mir. Das haben sie schön gemacht. Ich habe hier die Nummer 16, ziemlich niedrig limitiert das Ganze. Also in jedem Mediabook ist auch nochmal diese Werbung mit drin. Hier die Blu-ray. Gibt natürlich auch noch eine gekürzte 16er-Version. Genau, das sind auch jeweilige Motive, die es da, glaube ich, als Mediabook gibt. Könnt ihr gerne mal bei Mediamarkt und bei Saturn nachgucken. Die sind da, glaube ich, nur Mediamarkt und Saturn exklusiv, diese Mediabooks. Gibt es, glaube ich, nirgendwo anders dazu kaufen. Okay, das Booklet hier ist ein bisschen mau. Ja gut, ja, doch haben wir doch einigen Lesestoff mit an Bord. Gespickt mit Bildern. Genau, das gab es, glaube ich, auch noch als Motiv und das, glaube ich, auch. Mir hat aber das jetzt am besten gefallen, hier Cover B, weil hier die meisten abgebildet sind, die ganzen Darsteller. So, dann haben wir hier die DVD.
So, dann geht es weiter mit Winchester, mit Helen Mirren. Habe ich schon einen Trailer mal gesehen, hat mich sehr angesprochen. Bin auf den Film sehr gespannt. Ich könnte ihn zwar bei Netflix auch gucken, weil da gibt es ihn aktuell auch, aber leider bin ich noch nicht dazu gekommen. Und weil ich ihn ja eh noch nicht in der Sammlung habe, haben wir gedacht, ja, nimmst heute das Mediabook. Schaut heute am besten aus. Da gab es ja auch die Qual der Wahl, aber mir hat das hier irgendwie besser gefallen, deswegen habe ich auch das genommen. Cover B natürlich. Hier haben wir keine 7.1 Tonspur an Bord diesmal, sondern eine 5.1. Ja gut, hier ist das Book, also die Banderole ein bisschen lediert, aber das macht nichts. So, hier ganz in Schwarz haben wir das Haus abgebildet. Das gefällt mir. Deswegen habe ich es ja auch genommen. Terrace Building. Haben wir hier die Nummer 114 von 333 Stück. Haben wir wieder Werbung. Braucht man nicht. So, dann haben wir hier die Blu-ray. Das haben sie hier ganz in Schwarz gehalten. Gespickt mit Bildern. Das gefällt. Gesagt, Trailer hat mich angesprochen, deswegen habe ich mir den Film auch noch geholt. Ich hätte ihn auch in der Emery kaufen können, aber mir hat das Mediabook besser gefallen. Und dann hätten wir hier die DVD. Na gut, die haben sie leider auch 1:1 der Blu-ray entnommen. Das ist schade. Hätten sie ein bisschen anders da machen können. Aber naja. So, das war jetzt mal Winchester. Und jetzt kommen wir zu Hereditary. Das wäre dann der letzte. Und dann sind wir eigentlich mit dem Video dann schon fast durch. So, Hereditary. Ich habe mich natürlich für das entschieden. 16-seitiges Booklet. Gab es ja schon mal ein Mediabook davon. Film ist klasse, hat mir sehr gut gefallen. Auch nur eine 5.1 an Bord. Ich habe jetzt hier die Cover C-Variante. Wieder das Backmotiv. Ich habe die Nummer 134 von 333 Stück. Gut, das ist jetzt keine Delle, das ist nur normal. Das ist der Buchrücken, wo sie halt das geschlossen haben mit der Folie. Dann haben wir hier wieder einen nahtlosen Übergang. So schaut das Ganze aus. Wie gesagt, 16-seitiges Booklet. Die Schrift ist sehr groß geschrieben, hier gespickt mit Bildern. Richtig klasse, gefällt mir. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Lesestoff mit an Bord. Ja, und hier haben wir dann das Mädchen abgebildet. Hier auch mit einem Übergang. Die DVD. So schaut das Ganze aus. Nicht schlecht. Grundsolides Mediabook, aber trotzdem macht es schon was her. So Leute, jetzt seid ihr gefragt. Sagen euch diese Covermotive, für die ich mich entschieden habe, euch auch zu? Werdet ihr euch ein paar Filme davon holen? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wie findet ihr die Filme natürlich? Wie gesagt, es sind drei, sagen wir mal, vier tolle Filme. Bei Winchester weiß ich es noch nicht, aber der Trailer hat mich heute sehr angesprochen. Aber ich denke, über die Filme wie Last Stand, Gangs of New York und Sabotage und Hereditary braucht man nicht viel sagen. Gut, diese drei hier, die sind auf jeden Fall für jeden Action-Fan und für jeden History-Fan, wie jetzt hier Gangs of New York, auf jeden Fall schon mal das Nonplusultra.
Wer sie noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen, lohnt sich definitiv. Ja, wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, würde mich darüber freuen. Dann würde ich sagen, sind wir mit dem Video durch. Ich hoffe, es ist nicht zu lange geworden. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn es euch gefallen hat, über ein Abo und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann sind wir durch und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören und sehen uns zum nächsten Video. Ciao!